Jo Freunde, mein Name ist Eddie Pallas und das ist mein Kanal und heute mit der 12. Folge Podcast bei Eddie Pallas TV. Und heute geht es wieder um das Thema Mode oder auch Fashion. Ich will gar nicht so viel reden erstmal. Ich will erstmal was einblenden und dann darauf eingehen. Ihr seht es hier wahrscheinlich schon im Hintergrund, aber ja, ich werde jetzt mal ein Video einblenden und dann werde ich darauf eingehen auf jeden Fall. Ja, da habt ihr sie wahrscheinlich gesehen, ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, die G-Unit X RBK bzw. die RBK X G-Unit Sneaker. Es gab mal von Reebok eine Serie um 2003, 2004 rum und zwar die G-Unit Sneaker von 50 Cent und es gab mehrere Modelle auf jeden Fall, dies ist eins davon. Diese Schuhe wurden für ihre Designs und ihre Gemütlichkeit extremst gefeiert und wurden ungefähr 2007, 2008 dann nicht mehr hergestellt weiter. Und ja, jetzt auf einmal sieht man 50 Cent wieder mit diesen Sneakern in dem Werbespot. Ja, eigentlich für die Trainingsartikel, so für die Trainingsanzüge, für die Workout-Flaschen und weitere Workout-Artikel, aber man sieht diesen Sneaker. Und das lässt in den USA schon bereits gerade Spekulation anregen, auf jeden Fall. Die Leute sind auf jeden Fall gehypt auf diesen Sneaker, wollen diesen Sneaker haben wieder, wollen, dass 50 Cent diesen Sneaker zurückbringt. Und es sieht danach aus, dass dieser Sneaker wirklich zurückkommen wird. Ich hoffe auch, dass der in Deutschland zurückkommen wird. Es gab ihn damals auch in Deutschland. Es gab mehrere sehr, sehr nice Modelle davon. Und ja, mal gucken. Vielleicht kommt dieses Jahr genau dieses Modell zurück oder sogar mehrere oder sogar alle Modelle. Es wäre auf jeden Fall sehr nice. Leute, die zum Beispiel Reebok Classic kennen, zum Beispiel wissen auch, dass der Tragekomfort von Reebok Classic auch sehr gut ist. Der Tragekomfort von den G-Unit-Sneakern ist auf jeden Fall nochmal wesentlich besser. Auf jeden Fall. Und ja, das sind die besten Reeboks, meiner Meinung nach, die jemals hergestellt wurden. Und die wird es wahrscheinlich bald wieder geben. Und ja, wenn es die wieder geben wird, ich werde mir auf jeden Fall davon dieses Paar hier holen, was ihr auch im Hintergrund seht. Genau in diesen Farben. Ich finde das richtig geil. Und es gab noch so ein Modell. Da war die Sohle grau und es war eine kleine Metallfelge hinten, die man drehen konnte in dem Schuh tatsächlich. Da wo bei diesem Sneaker hier die G-Unit Schreibschrift ist, war dann so wie diese Kette, die man da auch sieht, so genau das, was man dann halt aber dann drehen konnte. Wie so eine Felge. Sehr geil auch gewesen. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr den Sneaker, würdet ihr euch den auch kaufen? Würdet ihr den auch tragen? Oder feiert ihr ein anderes Modell davon? Wie findet ihr das, wenn diese Schuhe wiederkommen würden? Also mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und lasst auch einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass euch die Folge gefallen hat. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr ein Abo dalassen. Folgt mir auch bei Insta, um nichts zu verpassen. @eddiepallas_tv zusammengeschrieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Tage wird jetzt wieder eine Folge kommen, wahrscheinlich am Wochenende. Das Reaktionsvideo auf Frank Wright und Zart. Das Musikvideo wird am Freitag erscheinen, ich denke mal auf Flairs Kanal. Und ja, ich werde da auf jeden Fall drauf reagieren und weitere Infos zum Vorverkauf und so weiter wird es dann irgendwie am Wochenende geben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe dann am Freitag oder am Samstag. Ich werde es auf jeden Fall am Wochenende raushauen.
Ich gebe mir Mühe, euch diese Folge auf jeden Fall auch zu überbringen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst es mich wissen. Wir sehen uns. Ich bin raus. Euer Dieter.